Das israelische Militär hat die Bewohner von Rafah aufgefordert, die Stadt zu verlassen. Sie sollen sich in das Gebiet Al-Mawasi nahe der Küste begeben. Die Hilfslieferungen in diesem Gebiet seien ausgeweitet worden, heißt es. Stünden Feldlazarette, Zelte, Lebensmittel und Wasser bereit. Die Aufforderungen wurden über Flugblätter, Textnachrichten und Radiosendungen verbreitet. Zuvor hatte das israelische Verteidigungsministerium einen baldigen Angriff auf Rafah angekündigt. Ja, nun, wir hören uns mal wieder. Die internationale Kritik, sie ist groß. Katja Losch, bei mir nun, du hast dich damit noch etwas genauer auseinandergesetzt. Man fragt sich ja doch, warum ist Israel diese Offensive so wichtig, wenn die ganze Welt sagt, wir unterstützen das nicht? Naja, das liegt daran, weil eben Rafah wohl die letzte Bastion der Hamas noch im Gazastreifen ist. Und Israel möchte eben diese letzten Bataillone der Terrororganisation zerschlagen, möchte die Kampf- und Regierungsfähigkeit zerstören, damit es eben kein Wiedererstarken der Hamas gibt nach dem Krieg. Und viele der noch vermissten 132 Geiseln, die werden dort eben auch vermutet. Und die indirekten Verhandlungen in Kairo, die sind ja offenbar vorerst gescheitert. Da ging es um eine Waffenruhe im Austausch gegen Geiseln und im Gegenzug für palästinensische Flüchtlinge. Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant, der wirft aber der Hamas vor, dass es gar keine Interesse an einer Einigung gegeben habe. Und daher sei es jetzt die einzige Alternative, in Rafah einzumarschieren. Wir sehen hier nochmal den Gazastreifen mit den drei größten Städten und hier eben Rafah. Die USA, die lehnen ja ebenfalls, und das ist immerhin der engste Verbündete Israels, diesen Vorstoß ab in Rafah, weil sie eben sagen, die Evakuierungspläne der Armee, die sind nicht wirklich überzeugend. Das Militär spricht jetzt auch erstmal nur von einem begrenzten Einsatz. Aber tatsächlich ist Rafah eben momentan noch die einzige so einigermaßen funktionierende Stadt im Gazastreifen, die noch verblieben ist. Normalerweise hat die nur 300.000 Einwohner. Aber jetzt sind eben in den letzten Monaten noch einmal 1,2 Millionen Binnenflüchtlinge dazugekommen, die eben aus dem Rest des Gazastreifens vor den Kämpfen zwischen Hamas und Israel geflohen sind. Und jetzt hat das israelische Militär zwar schon zehntausende Zelte gekauft, um eben Zivilisten unterzubringen, aber die Lage ist eben dann doch sehr schwierig. Die Menschen leben auf engstem Raum, und wenn die jetzt noch einmal versetzt werden müssen, da würde es mit der Versorgung noch deutlich schwieriger, auch wenn die israelische Armee sagt, dort im Gebiet in Al-Mawasi, wo sich die Menschen ja hinbegeben sollen, dort stünden eben Feldlazarette bereit, Zelte und Lebensmittel und Wasser. Es sind übrigens jetzt erstmal nur aufgefordert, nur in Anführungsstrichen etwa 100.000 Menschen im Osten Rafahs, die sich dorthin begeben sollen. Es ist auch eine Karte veröffentlicht worden mit diesem Evakuierungsgebiet. Und man sieht auch, das ursprüngliche Lager Al-Mawasi wird jetzt noch einmal deutlich ausgeweitet. Die israelische Armee versucht auch über sehr viele verschiedene Kanäle die Menschen dort aufzufordern, das Gebiet zu verlassen. Zum Beispiel auch Anrufe, SMS, Radiosendungen, TV-Sendungen, Flugblätter. Aber das ist doch eine sehr eindringliche Aufforderung. Und es wird auch klar gesagt, dass man gegen die Kämpfer der Hamas mit extremer Gewalt vorgehen werde. Jetzt ist es allerdings so, dass diese ganze Evakuierung, wenn man denkt, 100.000 Menschen, selbst wenn das pro Tag gelingen würde, dass das eine ganze Weile dauert, die Menschen dort tatsächlich alle mit wegzubekommen. 1,5 Millionen insgesamt leben dort. Das Wall Street Journal rechnet damit, dass das Ganze 2 bis 3 Wochen dauern würde und dass die Armee wohl in Etappen vorgehen könnte. Und Israel warnt eben auch oder weiß eben auch, dass die Hamas ihre Kämpfer natürlich mit Wasser, mit Proviant versorgt hat, damit die durchhalten können. Und offenbar ist auch die Zahl der Wächter für die verbliebenen Geiseln noch erhöht worden. Hier sehen wir Bilder aus dem Flüchtlingslager in Al-Mawasi, das es dort eben auch schon gibt. Tja, und jetzt ist es aber dann doch so, dass zumindest der CIA-Chef William Burns, der war ja bei den Verhandlungen in Kairo schon dabei, der will jetzt noch mal einen letzten Versuch starten, um doch noch eine Feuerpause zu erreichen. Der wird heute Nachmittag den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu treffen. Katja, danke schön für diesen Überblick. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.